Jungs, Matrosen, euer Ree hier. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser kleinen, gemütlichen Runde Pickups. Ja, ich habe hier ein paar Sachen. Bevor es losgeht, wollte ich auf was aufmerksam machen. Und zwar war ich beim Petendo zu Gast in seiner Talkrunde. Sammler aus Leidenschaft. Sehr cool, echt viel Spaß gemacht. Ich verlinke das Ganze hier unten. Geht eine Viertelstunde locker flockig. Und ja, schaut mal beim Peter vorbei auf jeden Fall. Ja, war cool. Ja, eigentlich warte ich noch auf ein Happy-Code-Paket vom Jansl. Aber das scheint er irgendwie nicht auf die Kette zu kriegen, mir das zu schicken. Mal schauen, vielleicht nächste Woche. Aber wir können trotzdem mit Code anfangen. Und zwar gab es für die PS5 ein Markt- und Technik-Game. Und zwar Panda Hero Remastered. Ich weiß auch nicht. Irgendwie schafft's Markt und Technik mich manchmal zu foolen, obwohl ich genau weiß, was da für ein Spielchen gespielt wird, ja. Ich habe ja das Mensch ärger nicht von denen. Okay, das ist in Ordnung, ne? Da weiß ich genau, auf was ich mich drauf einlasse. Ich habe das Akinova auf der PS5, weil die Games, was die auf der Switch rausbringen, zu 90% Download-only sind. Ne? Deswegen habe ich damals auch die PS5-Version gegriffen. So auch wie hier bei Panda Hero Remastered. Keine Ahnung, warum das Remastered ist. Ich kannte das vorher auf keiner anderen Plattform. Weiß nicht woher, wieso und warum. Als ich aber hinten drauf geschaut habe, kam mir das verdächtig nach optisch, bis auf den Panda. Und ja, aber kam mir einfach vor wie Mario. Sah aus wie Mario, ja, mit diesen Blöcken, mit den, einfach das Level-Design an und für sich, ja. Ja, nur Mario schafft es irgendwie interessant zu bleiben. Und das ist halt das Ding mit Markt und Technik, ja. Die bringen Games raus, die sind zwar günstig, das hat jetzt, das hat mich 15 Euro inklusive Versand, im Laden steht das für 25 Euro. Ich habe es für 15 inklusive neu bekommen, wie gesagt, über Kleinanzeigen. Und Markt und Technik, egal was die für Spiele rausbringen, sie machen nur das Nötigste für was auch immer Genre es gerade ist. So auch wie hier. Ja, man springt ohne Vorgeschichte mit diesem Panda durch die Level, macht Blöcke kaputt, greift Gegner an, wobei, ja, man hat einen Schuss, den kann man quasi, die Munition kann man quasi einsammeln, indem man da Früchte sammelt oder was weiß ich. Und man hat seinen Stock und mit dem kann man zuschlagen. Und auf Gegner draufspringen kann man auch. Und das war's. Ja, es gibt nichts, was einen mal so ein bisschen verwandelt oder so wie bei Mario. Oder dass man gar irgendwas da leveln könnte oder irgendwas. Nein. Es sind insgesamt 50 Level auf, ich glaube, ja, 5 Hauptleveln und oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall, ich kann euch nur sagen, die Musik ist immer die gleiche. Sie ändert sich nicht. Ich habe die ersten 3 Level gespielt und ein Level kann zwischen 3, 4, 5 Minuten gehen, je nachdem. Und dann dachte ich so, okay, nach dem 13. Level komme ich in die neue Welt. Da wird sich die Musik vielleicht mal ändern. Nö. Nö. Egal, ich find's kurios genug. Es ist gut genug für so ein Jump'n'Run. Also gerade noch so gut genug, dass ich sage, ich stelle mir das ins Regal, ja. Es gibt übrigens noch von Markt und Technik ein Spiel, das heißt King Louis. Ja? King Louis? Nee, King Leo? King Leo. Und das ist das gleiche in grün, nur mit einem Löwen. Das muss auch noch in die Sammlung, auf jeden Fall. Ja. Und hier ist das gute Stück. Und ich kann dazu nur sagen, ja, das war's. Mehr gibt's nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Panda Hero Remastered. Wow. 3 Minuten über dieses Spiel erzählt. Wie gesagt, es ist komisch. Es ist gerade noch so gut genug, aber es wird schnell langweilig. Ja, ich habe 13 Leveln gespielt und ich habe das nur durchgezogen, um zu sehen, ändert sich die Musik endlich? Nee, tut sie nicht.
Und das Ding ist, man kann das muten. Es gibt in den Optionen ein Mute-Button, aber man mutet damit nicht nur die Musik, man mutet alles. Ich so, nee, lass mich doch wenigstens die Musik muten und lass die, ach egal. Im An- und Verkauf gab es für 6 Euro die Kollegen hier. Ja, diese, wie nennt man die, sind das die Classic Controller? Für die Wii auf jeden Fall. Ist komisch, ich habe die lange gesucht. Ich hab mir gedacht, wenn ich die mal günstig finde, irgendwann, kam aber nie dazu, ne? Und so habe ich sie in einem anderen Verkauf für 3 Euro das Stück gefunden. Lassen sich auch mit dem NES oder SNES Mini, müssten die sich spielen lassen. Die haben diesen Anschluss für, ja, nicht super spektakulär, aber für 3 Euro das Stück habe ich die gerne mitgenommen aus dem An- und Verkauf. Gut. So, jetzt muss ich auf meinen Price, von der Price-Liste hier schauen. Es gab im Expert für zusammen 39 Euro. Und wie gesagt, zusammen zum einen Destroy All Humans auf der Switch. Das ist ein Spiel, das kam damals zu Xbox Classic Zeiten raus, wenn ich mich recht erinnere. Hab's nie gespielt, hab's immer auf dem Schirm gehabt, hab's aber nie gespielt. Und somit habe ich mir gedacht, okay, das lag da für 17,90 Euro oder sowas. Hab ich mal mitgenommen, hab's mal ausprobiert, hab's auch eine Weile gespielt, ich werd's auch weiter spielen. Macht Bock, macht Laune. Man spielt den Alien, ich hab seinen Namen natürlich wieder vergessen, man spielt einen Alien in den 50ern und zusammen mit seinem Alien-Freunden will man die, weil unsere Rasse ausstirbt oder irgend sowas, und die Menschheit hat zufälligerweise unsere ganz tief im Inneren in unserer DNA kompatible DNA, um uns fortzupflanzen oder sowas. Naja, egal. Hat einen coolen, hat einen chilligen Humor, so, ist ein, geht locker von der Hand, das Game, sag ich mal. Man wütet da halt rum. Man macht verschiedene Dinge, man zerstört Städte oder Dörfer im UFO. Man rennt auch zu Fuß da unten rum. Man kann sich in die Menschen verwandeln, um, wenn es dann so eine Stealth-Mission gibt, ja, wenn man ja bedeckt bleiben muss. Und naja, auf jeden Fall schön geremastert in HD. Macht Spaß, auf jeden Fall. Destroy All Humans. So, und dann gab's noch, und das war ein super Schnapper. Ja, das hat auch knapp 20 Euro gekostet. Ghostwire Tokyo. Ja, Ghostwire Tokyo. Ich bin positiv überrascht von dem Game. Kommt aber, hätte mir schon fast denken können, dass es mir vielleicht doch Bock macht, weil es kommt aus dem Hause Bethesda, ja? Und ihr wisst, Skyrim, mein favorite game of all time. Ja, Ghostwire ist da ein bisschen anders gestrickt, wobei es ist auch ein First-Person-Shooter, ne? Und man ist in Tokio unterwegs. Man spielt einen, ich sag mal, einen Helden, der eigentlich stirbt. Und in dem Moment ist aber da etwas los, was uns wieder zum Leben erweckt. Und etwas in uns ist, was uns Kräfte beschert und so weiter und so fort. Kurz und knapp, die Kernstory ist, dass wir unsere Schwester da suchen, ja. Gibt natürlich noch einige Story außenrum, aber das ist so die Kernstory, und das ist immer die Story, an die ich mich halte, ist die Kernstory eines Spiels, und mir ist egal, was da außenrum noch so passiert und bla bla bla. Es gibt viel zu lesen, wenn man will, ja, kann man machen. Ja, und die haben das ganz clever gelöst von Bethesda. Es wird sich ja oft beschwert bei Open World Spielen, dass die Welt leer ist und nichts los ist. Und es ist tatsächlich so bei Ghostwire, denn alle Menschen in dieser Stadt sind verschwunden. Ja? Und das hat aus dem gleichen Grund zu tun, warum wir unsere Schwester suchen, ja? Es ist voller Geister, es ist so eine Art, ja, ein bisschen wie Ghostbusters auch. Also wir haben Kräfte, mit denen wir diesen Geistern entgegentreten können. Wir können verlorene Seelen unterwegs einsammeln und sie in Telefonzellen zu Geld machen. Ich gehe jetzt nicht näher darauf ein, warum das so ist. Es ist aber so, ja. Und es gibt Shops, in denen man Sachen kaufen kann.
Es ist sehr vielfältig. Es ist vielfältig und es macht Spaß und es sieht schön aus. Es ist jetzt grafisch nicht das Mega-Highlight, finde ich. Es hat aber seine Momente. Vor allem, wenn man jetzt, ja, wenn man still vor einem Laden steht und sich das so ein bisschen anschaut, das sieht schon ganz cool aus. Aber grafisch gibt es da wesentlich Besseres. Aber es macht trotzdem, also wie gesagt, ich bin keine Grafikhure. Ich wollte es euch nur gesagt haben, für die Grafikhuren da draußen. Ja. Macht Spaß, wie lange? Ich glaube, 4, 5, 6 Stunden bin ich jetzt schon drin. Ich will es auch weiterspielen. Ja, was heißt kleiner Spoiler? Ich bin jetzt gerade an einem Punkt, wo alle meine Kräfte weg sind. Und ich denke mir gerade, shit, wie soll ich da überleben in dieser Welt? Ohne meine Kräfte kriege ich sie wieder. Ne? Auf jeden Fall, für zusammen 20 Euro gab es Ghostwire Tokyo. Auch hier, oh, da gab es sogar ein bisschen was. Das ist ein, ja, eine kleine Anleitung, immerhin, ne? Schön in Farbe. Ein doppelseitiges Booklet oder Cover. Sehr schön. Und bei Destroy All Humans, das war, glaube ich, sehr simpel alles. Ja, einfach nur whitey whitey. Gut, mega, geiler Deal. Das Ghostwire geht immer noch für über 40 Euro neu. Ja, und die beiden gab es zusammen für 40 Euro aus einem Expert. Dankeschön. Selten, dass ich da mal einen Deal mache. Dann gab es einen Deal und zwar im GameStop. Neu für 19,99. Und das wird gebraucht für mehr, sogar so 25, 30 teilweise sogar noch. Und da stand es für 19,99. Ich hatte es zwar eigentlich schon auf der PS4 in der Special Edition. In dieser, mit, wo das Skateboard-Deck drin ist und. Und es geht um Tony Hawk Remaster vom ersten und zweiten Pro Skater Teil. Muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von dem Game. Ich wusste es natürlich vorher, aber ich dachte mir, ich will es trotzdem haben für die Switch. Ich wollte es die ganze Zeit für die Switch, ja. So, und ich brauche dieses, ich habe es auch wieder abgegeben, schon länger her, diese Special Edition mit dem Brett. Es ist an und für sich rein optisch sehr, sehr geil gemacht. Mega, ja, sofort Feelings am Start. Wo sie aber verkackt haben und worüber niemand spricht bei diesem Game. Und ich frage mich, wieso. Es ist zu schnell. Es ist zu schnell eingestellt. 20-30% ist das schneller als das Original. Und das gefällt mir nicht. Und das fing an irgendwann nach dem, ich glaube ab dem vierten Teil oder so, dritten oder vierten Teil, dass die das Spiel insgesamt schneller gemacht haben. Und das, oh, ich komme damit eigentlich gar nicht klar. Man grindet und schreddert so schnell um Ecken und wenn man springt, ist man so schnell wieder auf dem Boden. Das passt einfach nicht zu der Spielphysik dieses Games, weil dieses Game ist, es ist over the top, ja. Und ich will die 1,5 Sekunden einfach mehr haben, um mich auf den nächsten Trick vorzubereiten. Aber wie gesagt, manchmal, man grindet so schnell um die Kurve, dass man kaum Zeit hat zu reagieren. Und das war so nicht in den Originalspielen. Da war es langsamer. Und deswegen hat das einfach viel mehr Bock gemacht, ja. Nichtsdestotrotz, ich habe es in die Sammlung genommen. Vielleicht ist es ein Ding, woran ich mich gewöhnen kann in Zukunft. Keine Ahnung, schauen wir mal. Auf jeden Fall, es ist in der Sammlung. Ich will meinen Respekt auch zollen, ja, für dieses Spiel, weil es war einfach, vor allem der zweite Teil, als sie die Manuals eingeführt haben, ja, dass man Tricks verbinden konnte, indem man von einem Grind auf den Boden oder wie auch immer gesprungen ist und ein Manual gemacht hat, sprich auf den hinteren zwei Rädern oder auf den vorderen zwei Rädern zu fahren, dann das zu verbinden in einem nächsten Trick für eine Score-Kette sozusagen. Mega geil, ja. Wie gesagt, wäre es nicht diese eine Sache, dass es zu schnell ist. Ja, schade. Egal, ist in der Sammlung. Für 19,99 war das neu, habe ich es mitgenommen. Und auch hier leider. Boah, das ist ja also. Naja, Tony Hawk. So, dann gab es für 39,99, ja, ein bisschen, aber da gut, selbst, okay, da gab es auch zwei Games für sozusagen in einem Paket. Ja, ich hatte das mal auf der, ich glaube mal auf der Xbox 360 oder so, glaube ich. Naja,
der erste und zweite Teil von Death Smiles. So, ich kann jetzt nicht genau sagen, hatte das ein Anime, kommt das von irgendeinem Anime oder einem Manga oder wie auch immer und ist jetzt das Spiel dazu? Ich weiß es nicht. Ich kann euch nur sagen, es ist ein schönes, kleines Cute'em-up, ja, ein Shooter, in dem man von links nach rechts fliegt und seine Gegner plättet. Ja, es ist Bullet-hellig. Es ist ja leicht angehauchte Bullet-hellige Spielpassagen dabei, aber es hält sich in Grenzen. Man kann das auch, vor jedem Level kann man sich den Schwierigkeitsgrad aussuchen, leicht, mittel, schwer. Ich hab's mal auf leicht, relativ weit. Ich hab's sogar durchgespielt. Ja, ich hab den ersten Teil auf leicht ohne Probleme durchgespielt. Ja, und das ist perfekt für mich. Ja, wenn ich die Möglichkeit hab, bei so einem Game das rauszusuchen, weil dann stelle ich es auch auf. Ich muss es nochmal auf normal durchspielen, weil leicht war ein bisschen zu leicht. Ja, zugegebenermaßen. Aber das. Man hört es ja am Wort, leicht, ja. wie gesagt, der erste und der zweite Teil ist drauf. Ich bilde mir ein, beim zweiten Teil leichte Grafikverbesserungen gesehen zu haben, aber ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht so genau sagen, ob das wirklich so ist oder ob ich es mir nur eingebildet habe. Naja, auf jeden Fall, was ich ein bisschen, deswegen steige ich da auch nicht so drauf ein, auf diese japanische Anime-Manga-Geschichten und so. Ich verstehe nicht, was da immer ist mit diesen jungen Mädchen mit den kurzen Röcken in so Geschichten und so. Ich verstehe es einfach nicht. Auch hier im Titelauswahl, ne, steht noch da, wie alt sie sind. Warum? Ne? Da ist eine, die ist 11 Jahre, die eine ist 11 Jahre alt, steht da. Warum muss ich das wissen? So, und warum ist das Kleid so kurz? Keine Ahnung, ist halt irgendein Pro da draußen erklärt's mir. Oder interpretiere ich da zu viel oder was Falsches gerade rein? Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, es macht Spaß, das Spiel, und das ist hier die Hauptsache auf jeden Fall. So, schauen wir mal in das Spiel rein und hier sehen wir, hier geht einiges mehr. Also für das Geld kriegt man auch hier tatsächlich was. Es ist ein Wendecover, ja, ich hab's auch schon umgedreht. Hier ist das eigentliche Cover und ich fand das Cover hier hinten besser als ja das hier mit den Screenshots und wie auch immer. Es steht auch immer noch auf der Spine, ja, das Death Smiles, also man kann es immer noch lesen, sprich fürs Regal, perfekt. Und drin kriegen wir, ja schaut hier, das ist das was ich meine hier, ne? Warum? Wieso? Ne? So. Naja, egal. Schöne Karten für Leute, die auf sowas stehen. Ja, ein bisschen was beigelegt. Und da freut man sich trotzdem ja drüber, ne? Für 39,99. Also kann man nichts sagen, vom Inhalt zumindest. Und da haben wir noch eine sehr, sehr schöne Anleitung. Ne? Auch nice. So, hier, warte mal, stand da eben. Ja, okay, hier steht jetzt nichts von den Alter der Mädels, die hier auszuwählen sind, aber ja, eine kleine Vorgeschichte zu den jeweiligen Mädels. Naja, ein kurioses Schmapp, was auf jeden Fall in die Sammlung muss. Und wie gesagt, wenn einer mir das erklären kann oder ob ich da zu viel rein interpretiere, sagt mir bitte Bescheid. So, noch zwei Games und das hat der ein oder andere aus den letzten Pfand für Games schon gesehen, aber ich wollte sie trotzdem nochmal hier mit reinschmeißen. Zum einen gab es ja das für knapp 40 Euro, da habe ich den Sven getroffen oder kennengelernt in der Innenstadt und sein Papa und der Sven, ich kenne dich von YouTube und sein Papa, hier hast du einen 10% Gutschein und ich war da im Müller und voll cool. Dann gab es für knapp 40 Euro, es hat eigentlich 45 gekostet, das Turtles Shredder's Revenge. Ah, es ist mega geil, ja. Endlich mal ein Franchise, was mit dem Respekt behandelt wird, was es verdient, ja. Und nicht versucht wurde, groß rumzudoktern und das zu ändern und sie größer zu machen und sie hübscher zu machen, um sie gelber zu machen oder so, ne. Es wurde einfach die Formel von damals, vom SNES-Teil auf jeden Fall, vom Turtles in Time, beziehungsweise vom Hyperstone heißt, die Ära, grafisch
Style-technisch, Grafikstil-technisch wurde alles so übernommen, bisschen aufpoliert und ein schönes Game draus gemacht. Mega, mega geil. Ich habe es durchgespielt in knapp, ja, deswegen auch der Preis vielleicht ein bisschen heftig mit 45 Euro. Ich habe es in knapp über 2 Stunden durchgespielt. Es gab 16 Level. Es gibt so die ein oder andere Nebenmission, die man so machen kann, ja, indem man Sachen findet für den Vern oder wie auch immer, wie sie da alle heißen. Ja, der eine hat seine Tapes verloren, der andere hat seine Uni-Bücher verloren und so Sachen und was weiß ich. Und die kann man halt einsammeln und denen bringen für Punkte und wie auch immer. Ja, ist mega gemacht, saugeil. Die Musik, es ist alles da. Es ist wirklich alles da. Vor allem das Intro habe ich richtig Gänsehaut gekriegt, als das Intro abging. Mega geil, also ja. Hat Spaß gemacht. 16 Level waren das insgesamt. Und da auch ein Level zwischen 5 und 10 Minuten, wie auch immer. Manchmal sogar ein bisschen länger. Nee, mega. Einfach nur geil. Und es gab auf jeden Fall ein paar Goodies, was gut den Preis vielleicht ein bisschen wieder, ne? Und zwar gab es zum einen hier diesen Schlüsselanhänger, diesen Pizza-Schlüsselanhänger. Ja, bleibt natürlich da drin. Und dieses sehr, sehr schöne, diese Anleitung, ja, das Beileg-Heftchen. Schaut euch das an. Ja, sehr geil. Schaut euch das an. Ah. Also ich bin begeistert. Von der Aufmachung her, vom Spiel, ist es mega. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch auf die Collection. Die bald hoffentlich, oder was, wann kommt die? Ich glaube im Dezember oder so kommt die Collection raus, ja. Also, mega, mega, mega geil. Gut, hier ist das Spiel natürlich und die Innenseite haben sie sich auch was einfallen lassen, ne? So macht man ein Spiel heutzutage, ja. Und ihr seht's, die kleineren Entwickler, die zeigen, wie es geht, ne? Gut, das gab's und zu guter Letzt gab's noch das Klonoa. Fantasy Reverie Series. Und zwar der erste und zweite Teil. Ich bin gerade noch dabei, den ersten zu spielen. Bin da im Level 5 oder 10. Und auch hier die Level sehr lang. Also eine 10, 15 Minuten pro Level, so ungefähr. Aber passt, ist okay. Was ich cool finde, ist, dass man je nach Level schmeißen sie einem immer wieder einen neuen Gegnertyp entgegen und die Gegner sind sehr essentiell in dem Spiel, um weiterzukommen, ja, sie sind nicht einfach nur da und das finde ich ein geiles Design, sie sind nicht einfach nur da, um getötet zu werden, sondern sie erfüllen auch einen Zweck, ja, vor allem, dass man, wenn man sie packt und einen Doppelsprung macht, dass man noch höher springt und auch Plattformen erreicht, die man sonst nicht erreicht, ja, mit den Gegnern und so weiter und so fort. Oder man wirft sie in die Ferne, um irgendwas zu treffen, wo es dann ein schönes Goodie gibt oder so, wo man sonst nicht hinkommt, ja. Also wie gesagt, finde ich gut, wie sie da die Gegner eingebunden haben. Das Ganze kommt ja aus der PlayStation 1 bzw. 2 Wii-Ära, ja, da gab es ja Teil 1 und 2, sind heute kaum noch zu bezahlen, deswegen schön, dass es die Remaster gab hier. Hier steht es auch 25. Anniversary, ja, also 25 Jahre alt das Ganze. Klonoa 1 und 2, ja. Sehr cool. Die Geschichte sie ist auch gar nicht so simpel, deswegen, tue ich da gar nicht groß aufpassen, sondern ich jump und run einfach. Weil so macht es mir am meisten Spaß. Klonoa. Da schauen wir auch nochmal rein. Und zwar, ja, ne, hier seht ihr, das Spiel ist noch in der Switch. Leider innen ein wenig, ne? Und ich hab's zwar schon gezeigt, hier ist so ein Beileg-Zettelchen. Ich hab's zwar im Fun für Games-Video schon gezeigt. Hier gibt's einen Code, wenn ihn irgendwie noch niemand eingelöst hat oder ihn jemand braucht, für was auch immer das ist. Viel Spaß. So, Leute, das waren die Backups von den letzten Wochen. Bin zufrieden, ist okay. Kann man mal machen, ja? Hallo Lenny. So, Leute, was gab's bei euch so Pickup-technisch? Habt ihr irgendwelche Highlights? Schnäppchen, ne? Dann sagt mir doch Bescheid und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Stay safe, passt auf euch auf. Euer Ree.